Hallo, ich will euch heute mal ein neues Messer zeigen. Und zwar das Puma Katamount 2 in Eiche. Ja, das ist recht neu von Puma. Es ist ja auch bekannt mit dem Horn. Und ja, das mit dem Horn habe ich leider nicht, aber ein Freund von mir. Und dann habe ich mir das von dem mal ausgeliehen und habe die Messer mal verglichen. Ja, hier ist das also mit dem Horn. Ne, auch sehr schön, sehr schönes Naturmaterial. Auch bei der Eiche habe ich ein sehr schönes Muster ergattert. Sieht richtig klasse aus. Ne? Beide Messer liegen perfekt in der Hand. Auch das mit dem Horn, da kann man nicht meckern. Das ist auf jeden Fall auch teurer wegen dem Horn. Und dann hatte ich die Messer einfach mal verglichen. Und auch die Lederscheiden. Und bei den Lederscheiden gibt es viele Unterschiede. Also das von dem Horn, von dem Freund, das ist 10 Jahre alt. Meins ist jetzt von 2021, das mit der Eiche. Und dann habe ich mir mal die Lederscheiden angeguckt in der Verarbeitung. Und ja, hier bei der alten Lederscheide sieht man zum Beispiel bei der Gürtelschlaufe, bei der Vernähung, ist es stärker vernäht als das bei dem neuen. Ja, das alte ist auf jeden Fall besser. Und auch hier unten, das neue hat keine Miete, das alte ja. Das hat eine Niete mit drin. Und auch hier unten, das alte hat ein Loch und das neue nicht, so dass Wasser ablaufen kann. Ja, und auch bei der Dicke sieht man bei dem Klingenschutz hier drin. Bei der neuen ist das sehr dünn und bei dem alten sehr dick gemacht. Also die Lederscheiden sind auf jeden Fall besser verarbeitet damals. Das heißt aber nicht, dass die neuen schlecht sind. Die Firma Puma hat anscheinend an Material gespart, was dann aber immer noch gut ist. Also ich will die neue Scheide nicht schlecht reden. Ja, und zu den Messern zeige ich nochmal beide. Die Messer sind an sich gleich. Sie haben nur eine andere Griffbeschalung. Die Klingenlänge ist 11,4 cm, somit noch 42A konform. Die Gesamtlänge ist 22,4 cm und die Grifflänge ist 10,8 cm. Es wiegt 216 Gramm und hat eine Klingendicke von 3 mm. Der Stahl ist ein 440C Stahl mit 57 bis 60 Rockwell. Und ja, die Messer liegen perfekt in der Hand, wie man auch sieht bei dem Katamount 2, hier bei dem Griff, so dass die Finger perfekt reinliegen. Bei dem Horn ist das sogar noch ein bisschen intensiver gemacht. Liegt richtig gut in der Hand. Die Lederschlaufe war jetzt nicht mit dabei, das hatte mein Freund sich selbst dran gemacht. Und ja, ist an sich ein Jagdmesser. Und meist geht aber auch für Buschkraft natürlich. Und ist auch ein prima Küchenmesser. Mit dem Flachschliff ist das Messer sehr gut in der Küche und auch extrem scharf von der Firma Puma. Und ja, ich kann das Messer nur empfehlen. Ich habe es mir jetzt in Eiche geholt, habe auch ein sehr schönes Muster ergattert. Beides ist ein Naturmaterial, das mit Horn kostet natürlich etwas mehr, aber war nicht so mein Fall. Ich wollte es unbedingt in Eiche haben. Und ja, wie man sieht hier bei dem Griff, die Nieten sind bei dem Horn aus Messing und bei der Eiche aus Stahl. Auch das Loch hier hinten ist bei dem neuen aus Stahl. Und bei dem alten aus Messing. Ja. Ich wollte es unbedingt in Eiche haben. Mir hat es so gut gefallen. Ja, das Messer wollte ich euch unbedingt mal zeigen. Ich finde es sehr schön. Und ich habe jetzt bei dem Karton, muss ich noch mal zeigen, Zertifikat mit dabei. Es ist von 2021. Ja. Und das Messer von dem Freund von mit dem Horn. Das ist 10 Jahre circa alt. Er hat leider den Karton nicht mehr und auch nicht mehr das Zertifikat, um genau zu gucken, aus welchem Jahr es ist. Man sieht aber bei den Messern an den Klingen, ich weiß nicht, ob man das über die Kamera gut erkennen kann, hier bei dem Rockwell, bei meinem Freund ist 17 und bei mir 21. Ich dachte jetzt auch erst, das liegt, das ist wegen dem Jahr. Das hat aber einen anderen Grund. Der Schal hat sich halt verändert und bei jedem Messer steht was anderes drauf. Es kann sein, dass das mit der Härte zu tun hat. Genau weiß ich das leider auch nicht. Es ist aber nicht gleich bei den Messern. Ja, ansonsten ist es wunderschön. Ich wollte es unbedingt in Eiche haben. Ich kann das Messer nur empfehlen. Ich packe euch den Link dazu mal in die Beschreibung. Ansonsten viel Spaß damit.